Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir ja zwei aneinander gehangen. Nee, ja doch, im Prinzip schon. Die in der Zahnbrecherinne hieß es, glaube ich. Zahnknochen. Ach, ich weiß es nicht mehr. In der Knochenknacker. Ach, ihr wisst, was ich meine, drin war. Und jetzt. Muss ich so leiden? Jetzt haben wir die gute leidende Dame vor uns. Und zwar sind wir in Himmelswacht, hier oben auf der Hälfte der Karte. Und genau hier an dem großen Gebäude, da befindet sie sich. Eine Mutter sollte ihre Kinder nicht überleben. Und ich hatte vier, die jetzt in Etherius sind. Es ist fast zu viel, um es zu ertragen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Kann ich euch irgendwie helfen? Würdet ihr für sie beten? Betet an ihren Grabsteinen. Ich möchte, dass sie Frieden finden. Aber ich bin zu alt, um selbst zu gehen. Ich kann nicht einmal mehr Himmelswacht verlassen. Wo sind die Grabsteine? Sie liegen an allen vier Enden der Insel vergraben. Ja, super. Auf den Klippen vor Vulkelwacht, gleich außerhalb von Tanselville, in der Nähe vom Castell Rilis und auf einem Hügel, der Fähr überblickt. Meine Kinder liebten das Wasser. Sie liebten seinen Anblick. Das kann ich noch besser nachvollziehen. Ich werde für eure Kinder beten. Sie waren gute kleine Häschen. Freundlich und tapfer. Habt vielen Dank für euer Versprechen. Würdet ihr mir von euren Kindern erzählen? Natürlich. Soll ich euch von Ilanduja, meiner Ältesten, erzählen? Virandi? Oder von dem kleinen Soraperil? Erzählt mir von Elandua. Meine feurige Tochter. Sie war es leid, von ihrer Mutter umsorgt zu werden. Sie tat sich mit einem Musiker zusammen und hat jahrelang im Norden Lauten verkauft. Irgendwann begann sie mich zu vermissen. Und wir standen uns jahrzehntelang sehr nah, bevor sie verstarb. Viranje, das ist ein ungewöhnlicher Name. Ich weiß, ich bin zu altmodisch. Ich benannte ihn nach meinem Vater, mein erster Junge. Ich wusste einfach sofort, welchen Namen er tragen sollte und dass er mich so stolz machen würde. Wie war der kleine Soraperil so? Er war genau wie mein Bruder Paulin, so schlau. Er konnte einem Khajiit einen Pelzmantel verkaufen. Soraperil war kein Magier, aber er unterrichtete Alchemie hier bei Ihnen in der Halle in Himmelswacht. Ihr habt nur drei Kinder genannt. Wer war das vierte? Mendol, mein jüngster Junge. Er trat dem Militär bei. Er kämpfte an der Front und er starb bei der Verteidigung seiner Heimat. Ich wünschte, ich hätte irgendwie auf ihn einwirken können, damit er erkannt hätte, dass es ein Fehler ist, von hier fortzugehen. Ja, das erkennt man leider meistens erst mit dem Tod. Schade, dass es dann immer noch eine Handvoll Leute gibt, die, ja, halt eben sehr große finanzielle Vorteile vom Krieg haben. Ansonsten wäre das Ganze ja schon lange beendet. Ja, gute Mutter, die Frage ist jetzt, können wir auf der Karte irgendetwas sehen, wo die sind? Hier unten ist schon mal ein Pfeil, genau, die sind alle mit Pfeilen markiert, okay. Dann mache ich mich jetzt mal eben auf nach Wuckelwacht, würde ich sagen, als erstes. Ist das normal, dass hier, Dwemer rumlaufen? Also in Auridon, ich bin ganz ehrlich, ich achte ja nicht immer auf alle Einzelheiten, aber in Auridon hatte ich bisher noch keine gesehen. Da hat sich wohl einer mit irgendwelchen Zivilisten angelegt, so wie das gerade aussah. Das ist nicht immer der gute Weg, es sei denn, du willst Kopfgeld bekommen. Und ganz ehrlich, das kann ich euch nicht empfehlen. Es sei denn natürlich, ihr müsst die Errungenschaft machen, 2 Millionen Kopfgeld auf einmal zu bezahlen. Irgendwie sowas gab es da ja. Dann kann ich das noch verstehen. Aber dann sollte man es trotzdem nicht hier machen, wo dann die Wachen sind. Weil da ist man dann nämlich auch sehr schnell tot. So. So, hier. Ach, das sind diese großen. Okay.
Als ich jung war, dachte ich, dass meine Mutter keine Ahnung hat. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte mehr auf sie gehört. Ja, so ist das leider sehr oft. Und ich habe es meiner Tochter auch schon sehr oft gesagt, aber sie ist noch sehr jung und sie ist noch in der Phase, wo sie das Gleiche denkt, was ich damals gedacht habe, nämlich, ja, dass man die Erfahrung selber sammeln muss. Und leider geht das sehr oft nach hinten los. Das kann ich euch wirklich allen nur ans Herz legen. Familie ist wirklich das Wichtigste, egal was noch kommen mag. So, unser zweiter Punkt liegt hier in der Nähe der Zahnbrecherrinne. Genau, so hieß das Ganze. Da müssen wir jetzt erstmal wieder bei den Zombies hier oben vorbei. Och, ich dachte gerade, hier ist ein brennender Zombie. Leute, ihr könnt euch doch nicht einfach so hier hinstellen. Ehrlich. Das hier links war übrigens auch so ein Gebiet, das hatten wir ja relativ zu Beginn gemacht, also nach Kanazis Rast. Da müssen wir da durch? Ja. Wo wir die Quest gemacht haben und erst die ganzen, nee, ich glaube, wir müssen tatsächlich von hier unten dahin. Und erst die ganzen Geister böse waren durch irgendwas, was sie da beeinflusst hat. Und jetzt sind die ja alle gut, also neutral, sage ich mal. Man kann die theoretisch immer noch angreifen. Ja. Aber wer würde das wollen? Ich gucke gerade. Ich hoffe, das ist jetzt tatsächlich... Nein! Das ist jetzt nicht da oben! Ihr wollt mich doch veräppeln! Boah. Ja. Hätte ich auch direkt nach oben laufen können. Gemeinheit. Ja. Ihr wollt ja nur künstlich diese Folge hier in die Länge ziehen. Mehr wollt ihr doch gar nicht machen. Gib's doch zu. Zenimax. Böses Zenimax. So, Moment, wie kommen wir denn hier jetzt am besten rum? Können alles machen, wir dürfen nur nicht runter. Das ist wahrscheinlich noch zu tief, oder? Grabstein tiefer. Ist doch nicht zu tief. Nee. Ach, das ist auch der andere Grabstein, den ich hier gerade am Verfolgen bin. Sag mir das doch einer. Dann gehen wir mal hier durch. Und da wollte ich nicht runterfallen. Und ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ja, genau. Mutter brachte uns immer hierher, damit wir unsere Ahnen gedenken. Ihr Vater, er hat diese Besuche geliebt. Das ist doch schön. Also wenn der Vater die geliebt hat. Ich vermute mal, dass der Vater einer der Ahnen ist, der schon tot war. Dann gibt es hier noch eins in der Nähe vom Boss und eins oben. Das waren ja vier Kinder, ne? Dann würde ich sagen, dann reite ich erstmal zu dem Boss rüber in die Richtung. Ich weiß, normalerweise schneide ich das Ganze... Oh ja, ich habe es vergessen. Ich habe es in dem Moment noch dran gedacht, als ich quasi da drauf gelaufen bin. Es war ein bisschen zu spät. Ich weiß, normalerweise schneide ich das immer raus, aber da ich eh davon ausgehe, dass diese Folge ein bisschen ja, kürzer sein wird, können wir da so direkt durch? Nee, da oben ist zu. Ja. Jetzt habe ich total vergessen, in welche Richtung das... Moment, hier links, ne? Ah ja, jetzt sehe ich es auch da oben, wo der Boss ist. Die Frage ist jetzt nur, wir können das Ganze, glaube ich, ein bisschen abkürzen. Oh, den nehmen wir noch kurz mit. Ich habe jetzt so viele eben liegen gelassen. Ja. Dann nehmen wir den nicht mit. Fuke, was ist mit dir nicht in Ordnung? Hier links war übrigens Wasserhyazinthe. Das ist eine sehr, sehr gute Stelle. Generell hier überall drumherum, um Wasserhyazinthe zu holen. Nehmen wir mal direkt eine mit. Warum ist denn hier immer noch ein Kobold? Wir haben das doch alles gemacht hier. Ja. Sauerei, dass hier dann immer noch Kobolde sind. So haben wir nicht gewettet. So, ich nehme die jetzt nicht alle mit, ne? Kann ich ja jetzt auch nicht machen. Moment, hier geht's runter. Oh, lass mich raten. Das ist
Das ist jetzt nicht höher. Ich muss jetzt hier nicht da reinreiten. Oh, was macht ihr denn mit mir? Das ist wirklich direkt am Boss hier. Hier sind ganz viele Gräber. Das Problem ist nur... Oh, nein! Alter! Kann er bis hier kommen? Weil die können da nicht rüberspringen. Haha! Ich hätte da gottlos runterfallen können. Oh, habe ich mich erschrocken. Oh, hier liegt Käse rum. Den nehme ich mal mit. Oh Gott. Dieses Land ist so wunderschön. Ich möchte nicht gehen. Ich hätte auf Mutter hören sollen. Ich habe solche Angst. Mutter? Ach ja, ach ja. Dann reite ich mal zurück zum Wegschrein und dann porten wir mal nach ganz oben, weil das ist halt ein blöder Weg, den man da laufen muss. Kann ich da, falle ich da sehr tief? Eigentlich nicht. Sind die immer noch aggro auf mich? Auch nicht. Oh, doch da unten falle ich doch ein bisschen tiefer. Aber hier nicht mehr ganz so tief. So. Trick 17. Einfach mal runterspringen. Und irgendwann war sie dann tot. Habe ich auch schon erlebt, muss ich dazu sagen. Also immer ein bisschen vorsichtig sein und immer vorher auf jeden Fall gucken, wie tief man da fällt. Weil sonst ist das ein bisschen blöd. Dann reisen wir mal direkt nach hier oben. Da haben wir... Ach, da haben wir die Quest noch gar nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Das rechtmäßige Erbe. Aber das war eine An... Nee, Moment, das war das hier, was ich gerade im Kopf habe. Nee. Das war... Ich glaube, ich weiß, worum es da geht. Das war gar nicht das, was ich jetzt dachte. Weil die haben wir nämlich gemacht, weil die gehörte nämlich zur Hauptquest. Deswegen wundere ich mich jetzt. Also die, die ich jetzt im Kopf hatte. Hier soll auch irgendwo noch ein Boot liegen. Ich glaube hier, oder? Ja. Im Leben, nee, das Leben im Schatten des Adlers. So rum. Könnt ihr gerne alles durchlesen, wenn ihr wollt. Ich möchte das jetzt nicht, wenn ich jetzt ehrlich bin. Weil das jetzt auch nicht zur Quest gehört und mich jetzt persönlich total rausbringen würde. Aber es sind halt die Bücher, die man so in der Welt immer findet. Deswegen. So, hier müsst ihr übrigens auch entlang reiten, wenn ihr noch ganz neu seid. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Und bei den Unerschrockenen aufgenommen werden wollt. So, Wandi. Wieso ist jetzt hier noch eine Quest? Hier wollte ich gar nicht hin. Also die gute Dame, die werden wir später dann auch noch machen. Also beziehungsweise ihre Quest. So, wie komme ich da jetzt hin, ohne zu sterben? So auf jeden Fall nicht. So, diese noch gelb, da kann ich noch durch. Und ich muss irgendwo hier rum. Weil das Gute ist, im Moment sind die alle noch gelb. Aber wenn man hier die Quest erstmal angenommen hat, dann sind die nachher alle rot. So viel kann ich schon mal spoilern. Und jetzt darf ich hier nicht runterfallen. Moment, ich gehe mal besser zu Fuß, glaube ich. Weil es ist hier oben, wenn ich mich richtig erinnere. Was machst du denn da hinten? Bist du dich hier an dem Grabstein am Laben oder was? Ey, kleiner Drecksack, geh weg da. Rolle, also ehrlich. So, alles über Auridon. Kapitel 12. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Ich mache es jetzt nicht. Es hat jetzt, ich habe zwar was mit Ahnen gerade gelesen, aber es hat jetzt nicht mit dieser Quest zu tun, deswegen. Habt ihr euch je gefragt, was uns dort draußen erwartet? Was jenseits aller Dinge liegt? Höchste Zeit, es herauszufinden. Es ist so ein wunderschönes Bild. Ich mache mal eben einen Screenshot davon, wenn ich schon mal hier oben bin. Ich finde es echt toll.
Ja, da müssen wir jetzt zu Ansalin zurückkehren. Ja. Gucken, wie ich das jetzt hier mache. Ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, bevor ich den Troll hier eben entdeckt hatte. Die... Hier ist auch nochmal eine Quest. Moment, von der Seite sind wir gekommen, genau. Die ganzen Skelette hier, die greifen uns jetzt im Moment nicht an. Aber in dem Moment, wo man diese Quest macht, sind die nämlich alle böse. Wie gesagt, so viel kann ich schon mal spoilern. Gut, das ist ein Kobold. Moment, da bin ich jetzt. Ah, schöner Sand. Sand fühlt sich so schön zwischen meinen Zehen an. Ja, genau. Alter, lass mich doch mal hier durch. Warum stehen hier im Weg rum? Sauerei. Sand fühlt sich gut an. Aber sind das alles andere Quests? Weil, also bei ihr weiß ich, das hat mit den... Mit den Geistern hier vorne zu tun. Aber bei dem Typen, der jetzt gerade gesprochen hat... Ehrlich gesagt, an den kann ich mich gar nicht erinnern. Und meistens ist das dann irgendeine kleine Quest gewesen. Da müssten wir dann mal gucken, wenn wir hier oben sind. Weil das sind so die letzten Quests, die ich jetzt hier in dem Bereich machen wollte. Wie gesagt, ich mache auch die Quests noch durch, die... die mit den Verliesen hier zu tun haben. Wobei die meistens... kürzer sind. Also die dauern normalerweise nicht besonders lange. Oder man geht in ein Verlies rein, holt sich die Quest und man muss dann irgendwo nur mal kurz was abgeben oder so. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon gemacht haben. Es gab nämlich eine Quest mit einem Halsband. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Die ist auch in einem Verlies und ich meine, die müssten wir schon bekommen haben, weil die irgendwo hier unten war. Kann aber auch vielleicht sein, dass das hier drin war. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir reisen jetzt erstmal zurück. So, jetzt habe ich so viel gequatscht die ganze Zeit zwischendurch, dass das Ganze tatsächlich die Länge von einer normalen Folge schon fast wieder hat. Wünscht. Nee, das wünsche ich mir nicht, sondern das ist jetzt nun mal so. Ich bin eine Frau, ich bin YouTuberin. Noch dazu bin ich ich selbst. Das heißt, ich quatsche sowieso immer unheimlich viel, wenn es drauf ankommt. Ja, es tut mir leid. Habt ihr euer Versprechen erfüllt? Haben meine Kinder Frieden gefunden? Sie haben jetzt alle Frieden gefunden. Auriel, segne und behüte euch Reisende. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel das einer alten Frau bedeutet. Jetzt kann ich selbst Frieden finden. Bald bin ich auch bei meinen Kleinen. Es ist schon so lange her, dass ich ihre Gesichter gesehen habe. Oh doch, gute Frau, ich kann es sehr gut nachempfinden. Wir erhalten einen robusten Ring der Trauernden. Und ja, ein bisschen Gold. Als Dankeschön dafür, was wir getan haben. Oh. Ja, dass die gute Dame sich direkt in einen Geist verwandelt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Hatte ich auch überhaupt nicht mehr so in Erinnerung. Wie gesagt, die Hauptstories, die habe ich dann meistens noch so ein bisschen in Erinnerung. Aber so die Nebenquests, bin ich ganz ehrlich, die macht man ja auch nicht so oft. Also wenn ich mit den Chars das alles durchgespielt habe, habe ich dann immer bei den Hauptquests angefangen. Und ja gut, die Nebenquests, es sind halt... Chars, mit dem man das schon zum 10. Mal spielt oder so, dann klickt man die ganzen Dialoge natürlich weg. Aber dass die gute Frau sich jetzt sofort in einen Geist verwandelt, was auch ein bisschen unlogisch ist, weil sie stand ja gerade noch manifestiert in ihrem normalen Körper hier. Und wo ist der Körper jetzt? Wenn sie jetzt umgefallen wäre und dann dieser Geist daraus entstanden wäre, das hätte ich noch verstanden, aber... Naja, gut. Aber ich bin zumindest froh, dass wir sie dann am Ende doch noch in eine gewisse Weise glücklich machen konnten und dass sie jetzt gemeinsam mit ihrer Familie wieder vereint ist. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Eigentlich war es eine kurze Quest, aber wir haben, oder ich habe lange geredet, ich gebe es ja zu. Und das bei fast 30 Grad draußen. Aber was tut man nicht alles? Ich versuche ja weiterhin jeden Tag noch eine Folge hochzuladen. Nur in den Ferien ist es tatsächlich so, dass ich nicht so eine Woche oder so im Voraus aufnehme, sondern dass ich da meistens immer so für den nächsten Tag aufnehme. Also seid mir nicht böse, wenn da eventuell mal was dazwischen kommt und dann mal eine Folge ausbleibt oder so, weil es ist... im Moment ist es wunderschönes Wetter draußen, das muss genutzt werden. Meine Tochter hat gerade Ferien, ich meine, was soll ich mehr sagen? Ja, Familie geht halt vor, ne?
Ich hab's ja schon gesagt und es passt jetzt halt so wunderbar zur Quest. Deswegen, auch wenn die Quest natürlich sehr traurig war. Ich möchte euch aber nicht traurig verlassen. Ihr braucht auch nicht traurig sein, denn die nächste Folge gibt es morgen wieder. Also, so Gott denn will, dass alles gut läuft mit der Technik. Oder so das Wetter will und nichts ausfällt wegen Gewitter oder irgendwas, was plötzlich aufkommt. Und ja, da müssen wir mal schauen. Wir gehen natürlich von der Karte von unten nach oben immer ein bisschen höher. Ich glaube, wir haben jetzt noch 2 Quests oder so hier in Himmelswacht selber. Das schauen wir dann mal, wo wir als nächstes weitermachen werden. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.